Wenn ich durch eine beliebige deutsche Innenstadt gehe, passiert mir oft Folgendes. Ich werde angerempelt. Und zwar nicht zu knapp. Menschen, die nicht aus dem Weg gehen. Menschen, die mich noch nicht mal wahrgenommen haben, dass ich ihnen entgegenkomme. Teilweise, weil sie in die Schaufenster starren oder anderen Menschen hinterher. Oder aber, und das ist der weit häufigste Teil, in der Gesellschaft der hängenden Köpfe schauen sie auf ihr Smartphone. Das ist für mich gleich in doppelter Hinsicht respektlos. Denn zum einen schenken sie den Menschen, mit denen sie im Moment tatsächlich in Kontaktbereichen unterwegs sind, die ihnen entgegenkommen, die um sie herum sind, überhaupt keine Aufmerksamkeit, sondern nur ihrem kleinen Gerät. Und letztendlich ist es genauso respektlos gegenüber dem Menschen, dem sie vielleicht gerade eine SMS schreiben oder eine E-Mail. Weil telefonieren ist ja schon out. Neulich sagte eine junge Dame von jetzt 15 Jahren zu mir, Festnetztelefonie? Das ist ja sowas von 90er. Dabei würde in unserer Welt voller Egoismus und Ignoranz uns allen, glaube ich, ein Stück weit Respekt gut zu Gesicht stehen. Respekt bedeutet nämlich den anderen wahrnehmen, den anderen in seiner Persönlichkeit anerkennen für das, was er ist, nicht für das, was er hat. Hier geht es nicht um teure Autos, teure Smartphones, tollen Schmuck oder tolle Kleidung, sondern für das, was er als Persönlichkeit ist. Das kommt doch in der heutigen Zeit viel, viel zu kurz. Wie oft ist es Ihnen schon passiert, dass Ihnen jemand mal gesagt hat, Mensch, du siehst heute gut aus? Passiert ohnehin sehr selten. Und meistenteils die Leute, die es Ihnen sagen, die meinen es ja vielleicht gar nicht so. Sie merken das. Das ist nicht wirklich authentisch, dass dieser Mensch Ihnen das Gefühl gibt, das ist jetzt wirklich auch so gemeint. Ich habe mal eine tolle Geschichte erlebt. Ich bin jetzt selber ein bisschen kräftiger gebaut und bin in bunten Klamotten, also Türkis und Grün, eine ganz ungewöhnliche Kombination, richtig schön frühlingshaft gekleidet, in München in der Fußgängerzone unterwegs. Da kommt mir eine ältere Dame entgegen und meint in richtig breitem Bayerisch zu mir, mei junge Frau, das schaut vielleicht gut aus, das sollten Sie öfter tragen. Mensch junge Frau, das sieht vielleicht gut aus, das sollten Sie öfter tragen. Ich war total geflasht, weil ich habe sofort gemerkt, die meint es von tiefstem Herzen ernst. Sie hat mir für das, wie ich da gerade erschienen bin, die Persönlichkeit, die ich ausgestrahlt habe, einen Respekt entgegengebracht, mit dem ich nie und nimmer gerechnet habe. Eine wildfremde Frau. Was habe ich daraus gelernt für mein Leben? Ich mache es heute genauso. Wenn mir Menschen begegnen, an denen mir etwas wirklich positiv auffällt, etwas, was ich an ihrer Kleidung mag, oder auch oftmals an dem, was sie sagen oder wie sie mit anderen Menschen umgehen, ich spreche das an. Ich sage der Kassiererin im Supermarkt, wenn sie mich schlecht behandelt. Klar, das tun alle anderen auch. Aber ich sage ja auch, wenn sie mich gut behandelt. Und sie glauben gar nicht, was dann mit den Menschen passiert. Mit diesen Menschen passiert eine Veränderung. Die werden lebendiger, die fangen an zu strahlen, weil sie so selten in ihrem Dasein, in ihrer Art und Weise, in den Dingen, die für sie selbstverständlich sind, wahrgenommen werden. Und ich möchte Sie aufrufen. Nehmen Sie jetzt mal die Menschen, die gerade um Sie herum sind, einfach genauer wahr. Und wenn Sie das Gefühl haben, da hat jemand etwas besonders gut gemacht, ein Mitarbeiter hat toll gearbeitet, hat ein wunderbares Kundengespräch geführt. Und hier geht es nicht immer nur um direktes Geld aus einem Auftrag, sondern tatsächlich den Umgang mit dem Kunden, die Kundenbindung, die daraus entsteht auf der persönlichen Ebene. Dann loben Sie das. Erkennen Sie es an, nehmen Sie den Menschen wahr als das, was er ist, als das, was er für Ihr Unternehmen leistet. Und Sie werden sich wundern, das strahlt auf Sie zurück. Weil Respekt spiegelt sich. Wenn Sie jemandem Respekt entgegenbringen, wird er in der Regel auch zu Ihnen zurückkehren.